Wie jedes Jahr am 9. Mai wird in Russland ganz offiziell der Tag des Sieges über Hitler und über Nazi-Deutschland gefeiert. Vor 71 Jahren war es hier in Moskau bereits der 9. Mai, als in Berlin die Kapitulation des Nazi-Regimes unterschrieben wurde. Der russische Präsident Wladimir Putin eröffnete die Militärparade auf dem Roten Platz in der Hauptstadt. Truppen marschierten entlang der Ehrentribüne und schwere Militärtechnik wurde demonstrativ zur Feier des Tages vorgeführt. Putin sagte, dieser Feiertag sei beides, einer des Staates und zugleich ein sehr persönlicher, familiärer Feiertag. Er sei ein Symbol der heiligen Verbindung zwischen Russland und seinem Volk. Diese Einheit, die Hingabe an das Vaterland, sei ein Schlüssel zur russischen Stärke, zum Selbstvertrauen und zur Würde Russlands.